Der Vorteil ist, dass ich eigentlich mein eigenes Tempo wählen kann, dass ich nicht an eine Führung gebunden bin und dass ich vor allem die ganzen Details von Hellbrunn erleben kann. Ob es jetzt ein Brunnen ist oder eine Skulptur, auch ein Blick in den Park. Man kriegt auf der Station 19, kann ich den ganzen Park erklärt kriegen. Und es ist einfach eine langsame Begegnung mit Hellbrunn. Ich finde es total nette Idee, dass wir hier auch die Mitarbeiter, nämlich den Wassermeister, zu Wort kommen lassen, der mal als ersten Satz sagt, in den Wasserspülen braucht man viel Wasser. Und dann erklärt er genau, dass wir eben das Glück haben, dass hier Quellen sind und da, wo das Wasser herkommt und welche Bedeutung hier das Wasser hat für diesen Ort. Also ich liebe besonders den Amor mit der Venusgrotte. Der Amor ist so klein und putzig und vor allem er strahlt natürlich auch was aus, was Freude ist und ja, was jeden bewegt. Und beim Akteion ist es einfach die Geschichte. Der Prinz, der in einen Hirsch verwandelt wird, die Göttin Diana beim Baden beobachtet, durch einen Wasserstrahl in einen Hirsch verwandelt wird, dann von seinen Hunden nicht mehr erkannt und leider ein böses Ende findet. Sie sind schon heraus von den Wasserspielen, machen sich auf den Weg ins Monatsschlüssel bzw. in den Zoo. Und an dieser Mauer, das etwas vernachlässigt war bis jetzt, gibt es Hellbrunn von A bis Z und man kann sich Hellbrunn wieder anders nähern und erfährt vieles, vieles. Quä wie Quaken, Quaken der Kröten, Krötenwanderung in Hellbrunn oder Y wie Yoga im Park. Sie finden da wirklich vieles versteckt. Manches muss man suchen, manches ist offensichtlich, aber es verschönert den Weg. Wir haben natürlich auch für die Kinder jetzt eine eigene Broschüre, die in DIN A4 ist und 12 Seiten und man kann Hellbrunn auch entdecken und eine kleine Rätselrallye, wenn man die Eltern begleitet, sodass es wirklich auch interessant ist. Gedacht ist natürlich auch, dass wir einen Kinder-Audio-Guide in den Wasserspielen produzieren.